Grüß Gott, schönen guten Morgen. So, nach langer Zeit mal wieder ein neues Video. Und zwar geht es heute um ein Tauschpaket mit Steffen Bose. Link geht runter in meinem Kanal. Verlinke ich euch den Kanal. Und ja, was gibt es Schönes? Und zwar hat mir der gute Steffen ein kleines Tauschpaket zukommen lassen. Ja, ich habe es vorher mit ihm abgesprochen. Ich darf halt seinen Namen sagen. Und er macht das in seinem Kanal dann mit meinem Namen auch. Und wie gesagt, den Kanal verlinke ich euch unten. Ja, worum geht es? Um dieses schöne Paket ist schon auf, weil ich da einmal reingeguckt habe, ob alles da ist. Und ja, was soll ich sagen? Es ist alles da. Jo. Ich stelle euch mal gerade zur Seite. Und vorher trinke ich mal gerade einen Schluck aus meinem schicken Coca-Cola-Glas. Ja, da drin ist leckerer Energy-Drink. So, und zwar, Achtung, trinke ich diesen schicken Space Cat. Und zwar ist es Beeren- und Marshmallow Energy Drink. Selbst gekauft, von daher auch kein Werbung spezialisiertes Video. Jo, ich stelle euch mal gerade zur Seite und dann packen wir das mal gemeinsam aus. Heute in einer ungewöhnlichen Location übrigens aus meinem Wohnzimmer. Mit meinem schicken Stuhl, Gaming-Stuhl, wie man da hinten sieht, stelle ich euch gerade mal, wie gesagt, zur Seite. Ne, ich lasse es doch auf dieser Position. Ich tue nur gerade meinen Stuhl etwas hoch. So, dann sieht man mich besser. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme mir das Paket mal auf den Boden. Drin ist ganz lustig viel Knister-Knaster-Knusperfolie. Was steht da drin? Irgendein Aufkleber drin oder was ist das? Ja, genau. Knusperfolie. Jo. Ach ja, nächste. Und zwar habe ich vom guten Steffen als erstes das Barbie-Traummobil bekommen für meine Hot Wheels-Wand. Und was ist besser wie ein Barbie-Traummobil? Zwei Barbie-Traummobile. Aus einem möchte ich gerne was Interessantes gerne bauen. Aber ich habe noch keine Ahnung wie. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, wo ich es mache, was ich da mache. Lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, einen für meine Wand und einen für einen Umbau. Mein Töchterchen hat auch schon eins. Und hier. Dann noch viel mehr lustige Knisterfolie. So, da kommen wir auch schon zu dem ersten großen Auto, was ich getauscht habe. Und zwar ein Ford Focus im schicken Rot mit drehbaren Rädern. Lassen sich drehen. Hinten, na, Tür, Heckklappe geht auf. Motorhaube geht auf. Und die Türen gehen auch auf. Und zwar ist es ein Ford Focus. Ford Focus. Use it under Lizenz. Und zwar ist es ein ZX3, der in meine Wenigkeit geflogen ist.
Ja, schick, schick. Mit Antenne auf dem Dach. Mit noch richtig drehen. Spiegel. Funktionieren alles. Super, super. Super, super, super. Ja, wie gesagt, im schicken Rot. Und ja. Lenkung hängt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Da kann man was dran machen. Das ist halt quasi. Naja, ja, wie gesagt. Ein schicker roter Ford Focus. Wirklich schönes Modell. Und ja. Ja, passt soweit. Und dann kommen wir zu weiterer Folie. Zum letzten Modell. Und zwar ist es auch ein 1 zu 18er. Und zwar ist es von, wie heißt die Firma? Burago. Von welcher Firma ist eigentlich der Focus? Der Focus ist von, keine Ahnung, kann man sehr schlecht erkennen bei dem Licht. Ach, Motormax steht auch da unten. Haha. Und zwar, Leon, falls du zuguckst, ich habe ein kleines, schickes Auto. Könnte auch in deinem Interesse sein. Na, Leon, mein Neffe. Der guckt heimlich auch meine Videos, wie ich weiß. Und ja, was weiß es? Haha. Ja, nur was ist es? Von der Firma Burago in 1 zu 18 ein schicker Countach. Man sehen kann, Nummernschild ist zwar ein bisschen schräg hinten, aber das ist nicht so schlimm. Doppelte Auspuffanlage. Ja. Scheibenwischer. Und Spoiler. Jo, bei dem Modell geht vorne auf. Hinten auf. Hinten kann man schön den Motor erkennen. Auch sehr, 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 sehr schick gemacht. Wie gesagt, hinten geht's auf. Hinten geht's auch wieder zu. Ja, Türen. Tür. Tür. Tür 1 geht auf. Und Tür 2 geht auf. Man sehen kann. Lenkung funktioniert wunderbar, Räder lassen sich drehen, alles wunderbar. Ich finde, der Countach ist einer der schönsten Lamborghinis, die gebaut wurden. Ist typisch 80er-Jahres-Style. Hinten steht auch Countach Lamborghini. Vorne Lambogotti-Zeichen drauf, Lampen und wie man erkennt, rote Sitze, rote Verkleidung an den Türen, wie man hier erkennt. Ja, wunderbar. Lüftungsschlitze alle drauf, alles drauf und ja, ein wunderschöner Lamborghini. Ja. Das war es eigentlich soweit von dem Video. Mehr ist leider nicht zu sehen. Mehr habe ich leider nicht, was ich euch zeigen kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, ach so, hier kann ich auch noch mal kurz reinblenden. Ersatzrad, Batterie, glaube ich, ist vorne drin oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier ein schickes Ersatzrädchen, Notrad, was auch immer. Bisschen klein eigentlich, aber naja, macht ja nichts. In diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.